Bisschen wie türkischer Kaffee, Alter. Guck mal rein. Ja, da ist hier ein bisschen was abgerissen, wa? Da sind ein bisschen Krümel drin, irgendwie. Aber warum trinkt man Tee? Trinkt man Tee nicht auch türkisch? Darf man das eigentlich noch sagen? Weiß ich nicht. Ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, ob das wirklich türkisch ist, dieser türkischer Kaffee-Ding. Ob man ja, das sagt, so. Ja, das, irgendwas stimmt da oder, nicht. Oder ob das irgendwo anders, vielleicht ist es auch marokkanisch, die Art, das so zu trinken. Glaube, oder französisch. Aber türkisch ist ja eigentlich, wenn du diese Kaffeekanne durch diesen heißen Sand durchziehst. Diese Mokka-Dinger? Nee. Vielleicht sollten wir da einfach mal was Eigenes erfinden. Hübsche Söhne Kaffee? Wie trinkst du denn Kaffee? Nach Hübsche Söhne? Einfach den Pulver an die Wand geschmissen, so eine Tasse heißes Wasser hinterher und dann genau. So eine Wand erblecken. Ja. Damit hätten wir dann eigentlich durch. Nee, aber Tee trinkt man eigentlich nicht türkisch, weil Tee sollte man, das machen ja viele, ich finde ja Leute ganz schrecklich, die den Teebeutel einfach in der Tasse lassen, ne? 30 Minuten. Bist du so egal? Aber magst du mich jetzt noch, oder? Ich bin ja, ganz ehrlich, aber ich bin was Tee. Teequälerei einfach. Ich bin bei Tee angeht nicht besonders vogue. Aber es gibt doch einen Unterschied, ne? Es gibt ja Kräutertee und hier Tee. Grüntee. Weil Kräutertee ist ja wirklich Kräuter. Also Kamille ist ja keine Teesorte, sondern Kamille ist ja ein Kräuter. Gibt's einfach nur oder eine Pflanze, die du aufhießt. Genauso wie Pfefferminz. Pfefferminz ist ja eine Kräuterart, ist ja keine Teepflanze. Und dann gibt's ja noch richtige Teepflanzen. Und das ist grüner Tee und schwarzer Tee. Es gibt ja eigentlich nur die zwei Teesorten. Beziehungsweise eigentlich ist es sogar nur eine Teesorte, weil es ist eine Pflanze und der schwarze Tee ist einfach Blätter, die an einer anderen Stelle abgeschnitten werden und anders verarbeitet werden als der grüne Tee. So. Aber diese richtigen Teesorten, also schwarzer Tee und grüner Tee, maximal zwischen 60 Sekunden und 2 Minuten lässt du die im heißen Wasser. Und auch nicht bei frisch kochendem Wasser, sondern eher so bei 80 Grad. So, und dann nur 2 Minuten ziehen lassen und dann nimmst du den Tee wieder raus. Weil sonst wird er bitter und scheiße. Boah, ist das anstrengend, Alter. Ja, ich weiß, Alter. Da musst du halt einfach auch ein Abitur machen und studiert haben und dann kannst du auch vernünftig Tee trinken. Und dann gibt es ja von Vorwerk, kennst du diese Teemaschine von Vorwerk? Ich kenne vom Vorwerk nur diesen Kochautomaten. Genau, ja, von Vorwerk ja diesen, wie heißt er denn? Baxomat oder weiß ich nicht, wie heißt der? Vitamax? Nee. Ist das überhaupt der Max? Nee, Mann, der Bacolux oder so. Aber Bacolux? Nee, aber geil, da heißt Pumpen, aber, nee, aber der hat irgendwie noch eine Ziffer, glaube ich, hinten dran, der Bacolux 3000 oder der so. Bacolux? Nee, der Ofenpuma 500, Alter. Der Ofenpuma. Nee. Pass auf, und zwar die von Vorwerk einmal diese Kochstation. Wie heißt das Ding denn? Das Mann, Ding heißt. Nicht auf den Namen, das Ding Alter. Heißt. Wacke, Wattomat, Watte, Thermomix! 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 Der Thermomix 3000. Ja. Ist da eine 3000 hinten? Nee, dran? Aber der Dicken erfunden, der liegt aber mit 3000 hinter ja. So. Er tippt einmal den Thermomix, mit dem kannst du ja gefühlt alles machen. Verstehe ich auch überhaupt nicht geteilt. Und dann gibt es ja noch eine Maschine von Vorwerk, haben die erfunden, für 800 Euro. Damit kann man Tee machen. Aha, der Tee-Max. Der, weiß nicht, der Mezzomix. Auf jeden Fall macht der ja nichts anderes als warmes Wasser über Sachen rübergießen lassen. Was man ja, wie wir gerade festgestellt haben, mit einer Stoppuhr auch händisch ganz gut hinbekommen könnte. Ja. Du musst aber dafür auch noch extra Teepads kaufen. Das ist so krass, dieses Ding. Das ist eine Packmaschine. Ey, richtig evil Detail. Also so, da muss ich echt sagen, da haben die Produktleute sich bei Vorwerk haben sich gedacht, naja, Mensch. Aber ich finde ja trotzdem eine geile Schließung einer offenen Marktlücke, weil es gibt ja Kaffeemaschinen ohne Ende und dann halt irgendwie als Firma zu sagen, okay, dann machen wir für die Leute, die keinen Kaffee trinken, machen wir einen Teeautomat halt einfach. Ja, ich weiß nicht, ob es da eine Marktlücke jemals gab, Alter, weil ich stelle mir doch jetzt nicht extra eine Maschine, also ich kaufe mir Teebeutel. Stell die in meinen Schrank. So. Dann mache ich da warmes Wasser drüber. Lass die im besten Fall noch zur richtigen Zeit wieder raus und gib mir ein bisschen, ne, dass der Tee schmeckt. Ist doch eine super feine Geschichte. Und dann kaufe ich mir für 800 Euro den Thema 3000. Ja. Und stell mir den noch ein technisches Gerät in der Küche, Alter. Für eine Sache, die so easy peasy ist, Alter. Das weiß ich nicht. Also ich finde es auf ganz vielen Ebenen finde ich es irgendwie übertrieben. Dezent, aber nur. Ja. Dezent, also, Alter. Ich sag mal, wenn ich an dem Punkt angekommen bin, wo ich mir einen, wie hieß der andere nochmal? Thermomix. Der Thermomix, wo ich mir einen Thermomix kaufe und noch den Thema 5800,
den Thematen. Dann das klingt alles ein bisschen so wie Figuren von Asterix und Obelix. Hatte Asterix, Miraculix, Thermomix. Thermomix, der hat immer Decken dabei. Ey, hol mal Thermomix. Aber hätte ich auch den Markennamen Thermomix, finde ich auch richtig Müll einfach. Ja. Also bitte, ey, wer hat sich denn das ausgedacht? Das ist, kennst du diese Firma Technisat? Ja. Die sind auch richtig lost. Technisat sind doch die diese Billig-Satellitenschüssel und Receiver herstellen. Technisat, ne? Ist so eine deutsche Firma, die haben mal Smartphones hergestellt und auch so iPads-artige Dinger. So. Okay. War richtig auf Wack, Alter. Auf so Wack? Richtig auf Cringe. So richtig so. Die haben nicht funktioniert, Alter. Und da denke ich mir so, da muss doch irgendjemand in der Produktabteilung merken, dass was ich da gerade mache, richtige Scheiße ist. Ja. Und da hat keiner bei Vorwerk mehr gesagt, ey Jungs, mal ganz ehrlich, die unsere Teemaschine. Aber ich weiß nicht, wie gut sich diese Teemaschine verkauft, aber ich habe gehört, dass dieser Mix, dieser Kochautomat, also ich kenne wirklich Menschen, die sowas haben, ne? Ja, da gibt's ja richtige Kochbücher für. Ey, und ich verstehe das Konzept nicht. Ich habe neulich auf einer Grillfeier ihn getroffen, der hat so ein Ding. Und ich sage zu ihm, weil ich wirklich keine Ahnung habe, voller Ernsthaftigkeit, wie funktioniert denn das da? Der so, ja, du machst ja einfach deine Zutaten drin und dann macht das Ding das. Ich so, okay. Verstehe. Wie bei Star Trek eigentlich. Verstehe ich. Aber was passiert denn technisch? Also was passiert denn in der Maschine? Ist da ein Rührstab drin oder dreht sich das? Oder wie wird aufgewärmt? Und er so, ja. Ich so, wie? Das heißt also, kann ich da drin auch Omelette machen? Und so, kannst du da drin alles machen. Ich so, wie geht denn das? Woher weiß denn die Maschine, welche Bewegung ist denn bei einem Omelette anders als bei einem Rührei? Das ist die Maschine. Knöpfe da vorne dran. Also verstehe ich irgendwie nicht. Und dann kannst du damit Kuchen backen? Eis. Und Eis machen? Suppen? Du kannst wirklich, es ist ja das Krasse. Also du weißt du, wie so eine One-Pot-Pasta-Scheiße, die das ist dann wirklich, machst, diese Maschine ist wirklich krass, weil die wirklich alles kann. Aber ich finde es immer noch bescheuert. Aber ich verstehe immer noch nicht, was technisch passiert in dem Teil. Oh, fuck, Alter. Wäre irgendwie geil, wenn es so eine durchsichtige Version davon geben würde, dass man so mal reingucken könnte. Das Ding ist ja auch, ich echauffiere mich ja gerade über ein technisches Gerät, was ich ehrlicherweise noch nie selbst bedient habe. Vielleicht muss ich mal an einen Punkt kommen, wo, vielleicht gibt es so einen Vorwerk Flagship Store in Berlin, Alter? Wo, weißt du, wie so eine Kathedrale wie bei Apple, Alter, wo die ganzen Thermomixe dann da stehen? Und dann kannst du so, kannst du das einfach mal kannst du mal hindingsen, Alter. Nee, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie auch, unromantisch. Sag, ey, hast du so ein Date, ne? Und dann sagst du, ey, Baby, koch heute Abend für dich. Und dann kommt sie so an, so, ach ja, was gibt's denn? Und dann sagst du, na hier, die Pampe ist da drin, ich drücke jetzt auf den Knopf. Heute gibt's B35i. Ja. Was? Musst du dann eigentlich. Setz dich schon mal ins Wohnzimmer, ich komm gleich. Aber das wäre ja wiederum irgendwie auch ein geiler Move, wenn man dann, wenn die halt jetzt auch Essen dazu verkaufen würden, also so Fertigessen, wo du quasi, du kaufst so eine Packung, und da sind alle Zutaten drin. Also da man ja sowieso... Also alle wie HelloFresh oder was? Nee, noch mehr. Alle in einer Packung. Also so... so also indisch. Du schmeißt doch eh... Also indisch. Ja, aber guck mal, du schmeißt doch eh alles rein mit einmal. Ne? So, ja. Du musst doch sowieso alle Zutaten reinkippen. Also kannst du ja gleich so einen Pappkarton machen, wo alle Zutaten drin sind. Eier, Mehl, Kartoffeln und Rührei und alles ist da drin. Mhm. So, pass auf. Und dann ist an der Packung... ist so ein kleiner Barcode und dann ist an dem Gerät ist ein Scanner und dann nimmst du einfach die Packung, hältst den an das Gerät macht, blip, alles klar, hier Rührei mit Nutella drin und dann kippst du alle drin und die Maschine legt los. Alter, überhaupt nicht gekonnt und dann hast du die scheiß Pampe da in diesem... Aber wäre doch ein geiles Upselling-Produkt. Ja, aber nee, Alter. Das ist doch scheiße. Können wir uns darauf einigen, dass das ein Müllautomat ist? Der macht doch... Der einfach auch nur teuer ist? Ich würde ihn ja nochmal ausprobieren. Ja, bitte, lass ausprobieren so. Aber ey, aber auch, ich meine, das Ding kostet ja auch unverschämt viel Geld, ne? Ist das nicht irgendwie so ein 800-Euro-Gerät oder so? Ja. Oder noch mehr? Dafür kriegst du einen gebrauchten Hyundai jetzt, Alter. Dafür kannst du zwei Backöfen kaufen, Alter. Rechne bitte mal Tiefkühlpizzen hoch. Ja. Kann man da auch Tiefkühlpizza drin machen? Ich glaube, du kannst, glaube ich, wirklich mit diesem Gerät alles machen. Wenn du es richtig anstellst, glaube ich, kannst du mit dem Ding auch einen eigenen Thermomix machen. Weißt du, dass er sich selbst neu baut. Ey, vielleicht ist das Konzept der Ditte, und das verraten die einfach nicht. Vorwerk ist die einzige Firma, die das Beamen schon vollständig erfunden hat. Funktioniert völlig. Und dann aber die sagen es einfach nicht. Die sagen einfach, ja, das Gerät ist so gut, das kann das. So. Aber eigentlich ist das ein Beam-Automat, so wie bei Star Trek hier, diese Beam Me Up, Scotty.
oder Star Wars oder so. So, und dann kippst du deine Zutaten rein und die Zutaten, die werden dann irgendwo in so ein Restaurant gebeamt und da sitzt dann so ein kleiner Koch und der köchelt das dann alles zusammen, macht es wieder zurück in seinen Automat und beamt es zu dir zurück. Echt? Und dann machst du das auf nach einer halben Stunde und sagst, oh krass, der Automat kann echt alles kochen, Alter. Oder es ist halt so, dass in der Betriebsanleitung von dem Thermomix steht so, jedes Mal, wenn sie den Thermomix bedienen, müssen sie die Küche verlassen. Ja. Und dann ist es so, wenn du den anmachst, musst du die Küche verlassen und dann wird so ein Signal an Vorweg gesendet, dann kommt so ein Chefkoch, Alter, stellt sich schnell in die Küche. Ja, ey. Die Maschine kann gar nichts. Und an dem Automat ist von Men in Black so ein Blitzdingser. Ja. Das heißt also, du gibst es ein, dann kriegst du so ein Blitzdingser und in dem Moment kommen irgendwie so 5 Leute in deine Küche, kochen das alle, träumen wieder auf, bla, packen den Thermomix und dann wirst du so nach 20 Minuten wirst du wieder wach und hast so das Gefühl, ah, mein Thermomix ist fertig. Und dann gehst du in die Küche, machst das Ding auf, ist das fertige Essen drin. Also beim Thermomix ist es so, sobald du auf on stellst, geht so eine kleine Klappe raus, dann kommt so Reizgas raus und in deine Augen schießt du so, oh nein, nein. Und dann brauchst du erstmal 20 Minuten, bis du wieder klar. Aber du vergisst es dann halt einfach, dass es passiert ist, Alter. Und dann wunderst du dich, dass deine Augen immer so brennen morgens. Die haben eine Maschine erfunden, die nichts kann. Ja. Die Maschine kann nichts. Das ist einfach nur ein leerer Metallbehälter für 800 Euro. Ja. Aber das ist deshalb so teuer, weil dieses Kochabo da dran ist. Ja. Und dann ist so ein Selbstverschuldung, so eine Sollbruchstelle drin. Dann geht das Ding halt irgendwann, wenn du die 800 Euro in Dienstleistungen des Kochs verbraucht hast, dann geht es kaputt. Und dann kaufst du einen neuen. So, und dann hast du halt wieder irgendwie 50 Freitessen. Alter. Ey, wahrscheinlich ist es einfach, also es gibt wahrscheinlich nur einen Vorwerkmitarbeiter, der über alle Schrottplätze in Deutschland juckelt und irgendwelche. Ja, ja. Irgendwelche Blechtonne. Ey, Alter, und was das für eine geile Geschäftsidee ist, ne? Also vor allem, guck mal, der Koch kommt zu dir nach Hause und du hast ja schon alle Zutaten, die es benötigt, schon in dieses Ding. Der muss ja nicht mal in den Kühlschrank gucken, ist das da, Tiefkühler aufmachen, ist das da. Nee, der macht einfach nur dieses kleine Blechtrommel auf und sagt, ah, klar, da sind die 2 Eier, da ist schon hier, das ist schon da drin, geil. Eine Sache zum Schluss, die mir noch einfällt. Mal angenommen, du scannst diesen Code oder du gibst halt Programm ein und sagst, okay, ich hätte jetzt ja ein Omelette mit Kartoffeln. Ja. So. Was dir die Rede ja nicht weh ist, was du für Zutaten dann schlussendlich drin machst. Aber stell dir mal vor, du kippst dann irgendwelche anderen Sachen rein. Ein Sack Schrauben, ein bisschen Nutella, auch ein bisschen Kleber. Ja, ja. So, und dann drückst du, was da rauskommt, Alter. Um das aufzudecken. Und dann kommt trotzdem dieses Essen raus, was du dir eigentlich gewünscht hast. Und dann weißt du nämlich, alles klar, da ist ein Beamer drin. So ein Beamautomat. Die Ficker. Ja. Die Ficker, Alter. Also du kannst eigentlich auch die Scheiße einfach in deine Waschmaschine schmeißen. Ich meine, meine Waschmaschine kann auch die 2 Sachen, die der Thermomix auch kann, nämlich Trommel, wo du Scheiße drin schmeißen kannst und 90 Grad. Wollen wir uns was machen in der Waschmaschine? Und was essen hier? Nudeln mit Tomatensauce? Alter, ey, das ist eine geile Idee. Wir schmeißen jetzt einfach mal Nudeln in die Waschmaschine. Ich mache auf 90 Grad. So machen wir das, Alter. Ketchup.